Ja, hallo und herzlich willkommen zu Forsthaus Falkenau. Wir haben schon wahrscheinlich die Mehrzahl der Aliens hier im Wald ausgeschaltet. 7 Stück an der Zahl, aber wir vermuten ja noch ja, 5, ziemlich genau 5, wenn ich mich recht entsinne, im UFO, weil 12 waren, glaube ich, in der Korvette immer drin. Und auf jeden Fall wollen wir uns jetzt mal langsam dem UFO nähern. Hier ist ja eigentlich, ja, hier ist nichts mehr. Da können wir jetzt mal alle vorrücken. Ach ja, euch habe ich ja noch vergessen. Du hast schon und... Ach, Paule. Na komm. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ganz nach unten. Ein Stock, 2 Stock. Oh, schon fast die Hälfte geschafft. Okay, du bist vor allem auch der zweite Schotte, ne? Und dir habe ich blöderweise immer noch keine Shotgun gegeben, richtig? Richtig. Gut. Na denn. Und ausgerechnet dich nehmen sie sich immer vor. Das ist nicht gerade besonders günstig. Oh, jetzt sehen wir nicht mal, wo die bescheuerte Waffe liegt, der Cesar zum Kotzen. Weißt du was, Paul? Die Waffe nimmt dir jetzt erstmal der Kollege ab. Dann schicken wir dich mit der Shotgun da rein. Deine Muni ist auch ein bisschen dünn. Okay. Bist nach hier. Du gehst mit nach hier. Ja, ihr kommt ja eh nicht raus, ihr feigen Schweine. So, du nimmst hier jetzt erstmal die Wumme mit. Oh, da ist es. Ach, das. Ja, Gut, dann machen wir das anders. Machen wir das so. Du nimmst die mit, lässt die fallen. Und das vielleicht auch noch. Das in den Rucksack, nimmst das auf und das auf.
Okay, lass das mal besser fallen, sonst kannst du dich nämlich nicht mehr bewegen, wie ich sehe. Okay. Gut. Achso. Ach, da ist die Treppe. Das ist ja auch. Ja gut, das nächste Runde. Ja, das können wir uns sparen, das Checken, weil das UFO ja in jedem Fall heiler ist. Ist ja gelandet. Mal überlegen, wie wir da auf uns, wie wir uns da mal am schlauesten aufstellen. Weil wir ja alle relativ wenig Zeiteinheiten haben für so eine Korvette. Und da wir ja durch den ganzen Raum hier durch müssen, um in die angrenzenden zu kommen, ist es vielleicht. Überlegen, wie wir das machen. Jetzt stellen wir alle. Da drin sind drei Türen, a zwei Felder breit. Wir könnten natürlich mit sechs Leuten rein. Wo wir uns dann wahrscheinlich eher gegenseitig im Weg stehen. Na, mal gucken. Also, du musst erstmal hier. Hopp, 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 hopp. Und du lädst sicherheitshalber schon mal nach. Du auch, du kannst nicht. Nee, er kommt nicht raus. Okay, das würde sogar gehen. So, dann musst du hier hin. Jetzt nehmen wir erstmal. Wie sind deine Reflexe? 61, dich können wir auch nehmen. Du brauchst übrigens nicht in Sorgen. Tschüki, tschüki, tschüki. So, kommt mal alle schön in den Vorraum, ja? Habt ihr gehört? Ja, so in etwa. Nehmen wir mal lieber ein Flashbang. Kannst du dich noch hinhocken? Ja. Würde ich sagen. Knall ihm ab. Oh Gott. Na, also. Kannst du denn, ups.
Okay, jetzt macht ihr die Tür wieder zu. Scheiß Psioniker. Nimm mal einen entspannenden. Mach mal einen entspannenden Spaziergang. Und du bleibst immer. Ihr bleibt ihr mal im Rücken. Irgendwo muss er. Ach, Paul ist ja noch irgendwo, ne? Den habe ich schon wieder vergessen. So, Paul. Ich merke schon, das wird eine schwierige Geburt. Was, den kannst du treffen? Na, schieß mal lieber auf den. Wir sind ja richtig gut drauf heute, wa? Mann, Mann, Mann. Das war ja eine Runde für den Arsch. Und Muni haben wir jetzt auch keine mehr, ne? Du hast keine mehr? Du hast aber noch. Okay, das ist jetzt bis. Das ist jetzt so gut nicht. Okay. Weiter joggen. Hey, es ist jetzt blöd, dass die Tür auf ist. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht hole ich dann doch nochmal zwei zurück. Gut, und dann Zeit anhalten, rauskitzeln, was wir rauskitzeln können. Okay, dann kommst du hier nochmal mit hin. Und du auch. Unsere Wookies, oder unser Team 2 ist ein bisschen zu unerfahren für Korvetten eigentlich. Solange ihr das allerdings so macht, ist alles in Ordnung. Das war jetzt der dritte da drin, ne? Hey. Die Sternchen. Nicht gut. Eins, zwei, drei. Ich glaube, ne? Drei oder vier? Na, sagen wir mal drei. Oh.
Ja. Okay. Sorry, da bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Können wir da durch? Könntest du, aber jetzt nicht, okay. Ja, auf die kannst du ruhig Spaß haben. Für eine Korvette braucht man echt erfahrene Leute mit viel Zeiteinheiten, wegen dieses blöden Raumes hier. Jetzt hast du dich hinter dir. Blöder Scheißer. Von da wird es gehen. Kriegst du deine Rakete? Granate hingeworfen? Nee, ne? Nee. Scheiße, du hast keine Rauchgranate mehr. Fuckt. Naja, ein bisschen Rauch ist da ja noch. Eigentlich genau sogar da, wo er sein sollte. Das war nix. Das war auch nix. Jetzt reicht's auch hin. Bist du Arsch aber auf die falsche Seite wieder gekommen, weil du nicht blöd bist. Also muss man euch echt lassen. So richtig doof seid ihr nicht. Oh mein Gott. Freunde, das war schwieriger als nötig.
Also zwei Felder entfernt gestanden und nicht getroffen. Gay. Da reden wir nochmal drüber. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, zwei Civilians überlebt? Achso, der eine, den wir eingestellt, also der eingeschlafen ist und. Und wer noch? War da noch irgendwo einer? Hat sich vielleicht noch irgendwo einer versteckt. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, ja, Linium. Alloys, ganze Menge. Power Source, zwei Stück. Ja, Season Officer, das war der Kollege am Ende mit der Mütze. Und der hat auch die einzige Granate. Das ist auch so ein bisschen. Ich meine, für Spieler eigentlich ganz gut, dass die Aliens nicht alle mit Granaten rumlaufen, sondern ich glaube nur Officer und höherwertige Aliens haben Granaten und dann auch jeweils offensichtlich nur eine. Das heißt, man muss vor Granaten in diesem Spiel eigentlich nur Angst haben, wenn man diese Officer trifft. Die normalen Truppen haben eigentlich keine. Was auf der einen Seite ein bisschen schade ist, auf der anderen vielleicht auch ganz gut. was haben wir hier? Warrior, mein lieber Mann, da ist aber einiges. Ja. Military Cross awarded for eliminating five alien combatants in a single operation. Das Ding hatte ich noch nie, ne? Nee. Nee, wir haben fünf insgesamt gekriegt. Warrior, herzlichen Glückwunsch. Fünf Stück in einer Mission. Und out of general. Genau, five extraterrestrial units in combat, das ist insgesamt. Okay, das ist also auch noch eine. Gibt nochmal plus 1 Bravery. Kann man also theoretisch auch nochmal in anderen Missionen versuchen, drauf anzulegen, das für andere Charaktere sich zu beschaffen. Weil plus 1 Bravery kann ja nicht schaden. Dann haben wir hier ein paar Promotions. Jade, herzlichen Glückwunsch, Major. Lady Sternchen, Captain, herzlichen Glückwunsch. Gail Ellis, Lieutenant. So richtig verdient hast du es nicht. Also jetzt gegen Ende da, das hat mich ein bisschen viel Nerven gekostet. Aber dafür hast du ja einiges an Werten dazu gekriegt. Ja, im Großen und Ganzen hat es ja ganz gut funktioniert. Und immerhin hast du ihn angeschossen, sodass. Das warst du, ne? Bintos den dann sozusagen die Vorlage verwandeln konnte. Wo wir da auch keine nicht mehr allzu viele Zeiteinheiten in petto hatten. Das war alles ziemlich eng. Alec Freeman, Lieutenant. Sehr schön. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit den 180 anderen Crash-Sites. Und ich mal überlegen, wie ist denn hier unsere Lage? Bist fast fertig. Okay. Na gut. Da würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Mit Merk Xenonauts. Bis dahin. Tschüss.